Oh Gott, ich hasse dieses Video jetzt schon. Hallo, willkommen. Ich hoffe, ihr habt gerade richtig Bock gekriegt, dieses Video weiterzugucken. Ich habe mich gerade ganz spontan dazu entschlossen, die Kamera anzumachen und einfach mal frei von der Leber weg, euch einfach kurz zu erzählen, was gerade bei mir Sache ist. Ich habe das gestern sogar schon mal aufgenommen und habe es eben wieder gelöscht, weil ich es blöd fand. Oh, das war mein Handy. Total professionell. Ja, hallo Leute, na, wie geht's euch? Wir haben uns ja schon ein bisschen länger nicht mehr gesehen, ne? Also ich glaube, mein letztes Video ist mindestens 1,5 Monate her. Was ein bisschen überraschend war, weil ich habe da so eine Videoreihe gemacht, wie ich meine Wohnung gekündigt und das Land verlassen habe. Also, ihr habt schon gesehen ja, dass es mir gut ging. Ich habe ja die Haustour auf Bali gemacht. Aber ich habe ja von meinem Leben auf Bali relativ wenig gezeigt. Und da kommen wir auch schon zum Thema. Was mir ein bisschen irgendwie unangenehm ist, weil es mich auch stört. Weil ich bin eine Perfektionistin. Das mag man jetzt vielleicht gar nicht so denken. Ich hatte vor, euch meinen Aufenthalt in Bali zu zeigen. Und ich habe auch gefilmt. Ja, und was soll ich euch sagen? Ich habe versehentlich all diese Dateien gelöscht. Ja. Und deswegen habe ich mich so lange nicht gemeldet. Ich habe versucht, diese Dateien zurückzubekommen. Ich habe auch Leute, die Ahnung davon haben, drauf gucken lassen und niemand weiß, wo dieser Ordner ist. Und habe jetzt einfach akzeptiert, dass sie weg sind. Auf der einen Seite ist es total schade und total doof, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie gar nicht so schlimm, weil, und es klingt jetzt vielleicht blöd, aber die Aufnahmen waren gar nicht so toll. Also klar wäre es vielleicht schon interessant gewesen zu sehen, was wir da so machen, aber um ganz ehrlich zu sein, es ist dort nicht so viel passiert. Also voll viele haben mir auch geschrieben, oh Daku, ich freue mich voll auf die Videos, das wird genau damals wie auf deinem Reisekanal und so. Damals, das war schon ein bisschen anders als das, was wir jetzt gemacht haben. Also damals habe ich ja wirklich auch vorgearbeitet, die 1-2 Monate davor, um mich 1,5 Monate komplett rauszuziehen und bin dann nur mit der Kamera in ein Land gereist, was ich komplett bereisen wollte und erkunden wollte, auch habe mir auch oft Länder rausgesucht, die vielleicht nicht so häufig auf der Urlaubsliste stehen, wie zum Beispiel Indien oder Kambodscha, und wollte euch einfach mal so ein Insight geben, wie man da so ein bisschen sich die authentischen Ecken angucken kann. Da habe ich dann halt auch nichts gemacht, außer wirklich mir vorzuhaben, euch zu inspirieren, was da abgeht, wie die Kultur in dem Land ist und wie die Menschen da sind und was man da machen kann. Und diesmal war das ja ganz anders. Man könnte quasi sagen, ich war ein Digital Native, der auf Bali war für eine Workation. Mein Gott, das ist mir so peinlich. Naja, auf jeden Fall habe ich ja sozusagen 2 Monate auf Bali verbracht mit Kevin, aber wir waren an einem Ort, wir haben da gewohnt, wir haben was gemietet, wir haben jeden Tag gearbeitet. Wir haben dasselbe Leben geführt, wie wenn wir hier wären, nur dass wir dort unsere Freunde getroffen haben. Und ja, das sind so Leute, die ich über die letzten Jahre kennengelernt habe und wo manche von zu meinen engsten Freunden geworden sind, und die leben da alle. Mehr Leute, als ich in Berlin kenne. Let's be honest. Ja, und dementsprechend, weil wir da auch Leute besucht haben, die halt da fest leben und dementsprechend auch morgens aufstehen und in den Coworking gehen und zur Arbeit gehen, haben wir dort auch so einen Alltag geführt wie hier. Aufstehen, arbeiten, dann Mittagessen, manchmal nachmittags gearbeitet, aber oft auch frei gemacht und einen kleinen Ausflug gemacht und dann mit Freunden essen gegangen, oder abends sind wir dann halt nicht in Berlin in die Innenstadt gegangen, sondern in Canggu oder Ubud in die Stadt, und dann habe ich vielleicht hier und da mal einen kleinen Spiritual Workshop gemacht und an meinem Inner Freedom und Peace gearbeitet. So Sachen, die man auf Bali halt macht. Ja, dementsprechend habe ich auch gar nicht so viel gefilmt, weil ich natürlich nicht jeden Tag einfach die Kamera mitnehme, wenn ich mit Freunden essen gehe oder wenn ich arbeite. Ich bin ja gar nicht so eine Daily Vloggerin. Manche Menschen machen das ja so, ne? Dann kommt so ein Zeitraffer, wie die arbeiten, und dann zeigen die ihr Mittagessen und so. Ich glaube, das ist auch nicht mein Steckenpferd. Ich glaube, da wäre ich auch nicht gut drin. Ja, ist jetzt irgendwie schade, weil es trotzdem cool gewesen wäre, das alles einmal so zu zeigen. Aber ich habe mir überlegt, ich würde gerne trotzdem das nicht einfach so im Raum stehen lassen. Und deswegen habe ich gestern ein Video gedreht, in dem ich alles erzählt habe, was auf Bali passiert ist. Und ich fand das Video aber ganz, ganz blöd. Es hat mir gar nicht gefallen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich langweile mich selbst, weil ich so lang am Stück geredet habe. Weil es sind ja viele Dinge passiert mit Freunden, Dinge, die wir unternommen haben, aber auch, was machen wir aus unserem Leben? Wie geht's weiter? Was haben wir für Entscheidungen getroffen? Und das wollte ich alles in einem Video erzählen, und es war eine einzige Katastrophe. Und deswegen habe ich heute beschlossen, ich mache das anders. Und zwar würde ich gerne einen Livestream machen. Ich habe erst überlegt, mache ich es auf Twitch oder auf Instagram, weil ich schon so ein bisschen überlege, in nächster Zeit mehr mit live zu arbeiten. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich mag sehr, sehr gerne mit euch live zu sein, wenn ich von euch Feedback parallel kriege. Aber
Ich habe überlegt, ich mache jetzt erstmal ein Insta-Live, da kenne ich mich mit aus. Und da spreche ich mit euch über Bali. Und über alles andere, über das ihr natürlich auch sprechen wollt. Ich setze hier mal das Datum, den Zeitpunkt hin, den Termin, wann dieses Live auf Instagram stattfindet. Ich kann euch alles erzählen, was auf Bali passiert ist. Ich kann euch erzählen, wieso wir wieder zurück in Deutschland sind und vor allen Dingen, wie es weitergeht. Bleiben wir hier oder geht's weg? Könnt mich gerne abonnieren, könnt aber auch einfach zum Live dazukommen. Oder wenn ihr kein Instagram habt und ihr wollt aber super gern dabei sein, macht euch einen Account, kommt zum Live dazu, mein Account ist offen und dann könnt ihr die App auch wieder löschen. Ansonsten möchte ich, dass ihr auf jeden Fall wisst, dass ihr süß und klein seid und fein. Fühlt euch geknutscht, fühlt euch geknuddelt, fühlt euch dick, geküsst. Tschüss.